Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Ihrem Siegkraft. So, Sand, Glas müsste sein, genau. Wir waren beim Blueprint-Projektor zu bauen. Und Redstone-Lampe brauchen wir auch eine. Und dann müsste es eigentlich das fast gewesen sein. Nur fast. So, die Blueprints haben wir. Wir brauchen dann natürlich jede Menge von diesen schönen. Nein, oder? Nein! Warum tut ihr mir das an? Ach, Menno, Leute. Das war mal einfach. So, Lied. Wie kriegen wir Lied? 82. Und den gehört ich. Nee. Ich dachte schon, das Spiel hat sie verabschiedet. Wir kriegen, wenn wir Lied rein tun, Lied. Okay, das ist klar. Kriegen wir Erz rein, dann kriegen wir das auch. Ja. Da. 7%ige Chance, dass wir das rauskriegen. Ach, bei Erde. Cobblestone kriegen wir. Wir können Cobblestone rein tun. Okay, das ist mal gut zu wissen. Bei Cobblestone sollte ja bei uns kein Problem sein. Wie könnte man das zusammensetzen? Gar nicht. Okay. Also wir können Lead oder Cobblestone. Naja, wobei so viel Cobblestone haben wir gar nicht hier. Den weiß noch mal drüben. So. Dann versuchen wir mal, ob wir das so gebacken kriegen. Jetzt will ich aufpassen, dass ich hier nicht die Tür mit Cobblestone zu mache. Ob Cobblestone genügen würde für uns hier. Ob wir da genügend von diesen da rauskriegen von den Lied oder ob wir da nichts rauskriegen. Irgendwie kriegen wir da nichts raus, oder? Gebraucht ja auch ewig. Okay, egal. So, wir brauchen Eisen noch. Eisen und Eisen. Das heißt, wir brauchen jede Menge Eisen, was wir uns organisieren können. Damit wir arbeiten können. Und dann können wir das eigentlich gleich unten craften. Drei, ja, sollte genügen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke wir da brauchen. Ich habe es mal irgendwann mal schon aufgebaut und gezählt und alles. Wo es noch ein bisschen schwieriger war, das Ganze zu machen, muss ich ehrlich sagen. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt ein paar Lead bekommen, okay. Die Frage ist jetzt echt, wo bauen wir diesen Fusion Reaktor hin? Der ist groß, das weiß ich. Das heißt, wir müssen mal in die Richtung bauen. 1, 2, dann hier 1, 2, 1, 2, ne, da machen wir 3 draus, denn der ist groß, glaubt mir Leute, 1, 2, 3, und ich möchte den ja natürlich nicht gleich neben mir stehen haben. So, kann man eigentlich das auch rein tun? Macht er nichts, okay. Das haben wir dann alles mal hier rein in die Kiste, was wir nicht brauchen. Das hier, das hier, das. Ja, Cobblestone brauche ich jetzt auch nicht mehr so viel. Marble auch nicht. Die einmal lasse ich mal. So, jetzt kriegen wir hier noch jede Menge Ressourcen. Und die Wände, und das mache ich da später mal schön, so wie hier. Das muss ich eh noch generell machen. Fehlt noch ein bisschen mehr. So. Also Dirt können wir auch reinwerfen. Das geht, ich glaube, gar nicht Dirt, ne? Also hier liegt noch was. Dann machen wir mal hier schnell professorisches Licht hin. Und gucken uns mal den Blueprinter hier an. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Das heißt, er gehört genau umgedreht. So. Fusion oder Fusion? Ich glaube, den brauchen wir.
Wo ist der jetzt? Ist der so weit weg oder wie? Ich glaube, der war schon, aber wurde relativ weit weg projiziert. Nee, auch nicht. Hat es noch Signal vielleicht? Der Blühbirne ist eine komplexe. Tja, gratuliere. Und wie tut der jetzt was? Warte mal, ich nehme mal hier was raus. Kann ich das da reinlegen? Nein. Hier mal was bauen. Bringt ja auch nichts. Muss ich das vielleicht erst in der Hand aktivieren? Nein, also soviel ich weiß, gehört das einfach reingelegt. Oh, jetzt sehen wir was. Kann sein, dass wir erst den bauen müssen, damit wir den anderen bauen können? Nein, normal ja nicht, oder? So, der ist 5x5, okay. Eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist so ein Klotz. Das heißt, den setzen wir jetzt einfach 2 weiter links. Bauen wir halt zuerst den, oder? So, da war er. Dann 1, 2 weiter links hier hin. Ah, dann lass mal so, dann machen wir hier eine Mauer hin mit Durchgang. Gut. Und hier brauchen wir jetzt nicht die Fusion, sondern die Tungsten. Okay, die sind etwas teuer. Da brauchen wir Tungsten und irgendwas. Wie kriegen wir Tungsten? Indem wir Tungsten reinwerfen. Niederreck, okay. Sonst eigentlich nichts Interessantes, ne? Titan, also Netarek und das kriegen wir aus Netarek. Okay, Netarek. Wir brauchen Netarek. Wir brauchen Netarek. Jede Menge. Das heißt, wir werden mal kurz unser Inventar ein bisschen leeren. Das brauche ich nicht. Lied brauche ich eigentlich noch. Den ganzen Schotter auch. Können wir das eigentlich in den Rucksack packen? Die Schaufel mal. Den mal. Wo ist unser Werkzeug? Werkzeug! Da kommt mal den ganzen Schotter rein, was wir hier noch so rum haben. Das Waffe werde ich vielleicht brauchen. Ich hatte eigentlich Werkzeug, aber egal. Redstone werde ich auch brauchen zum Fliegen und das wird schon genügen. Jetzt ab in den Nether mal, das geht hier nur locker aus von der Zeit her. Eigentlich ist Nacht, aber egal, wir fliegen einfach drüber. Über den ganzen Monster hier. So, und darunter und schon sieht uns keiner mehr. Und rein und weg sind wir. Gleich. Moment, warte. Es kommt doch. Ja, jetzt. Ja. Aha. Arschgesicht. Geht das? Ja, das geht. Perfekt. Das heißt, wir können uns eigentlich hier so reinbuddeln. Und kriegen da jede Menge Netherrack dadurch. Ganz relativ schnell, ja. Relativ schnell, muss man schon sagen. Also es ist gar nicht so ohne eigentlich, wie viel man da kriegt. Verschwinde. Scheiße, aber. Es ist gar nicht mal so ohne, wie viel man da kriegt. So, dann gleich hier noch ein bisschen reinwerfen. Da können wir gleich mehr Netherrack holen, denn wir werden auch wahrscheinlich mehr brauchen. Auch später mal wahrscheinlich für andere Sachen noch. Ich denke mal, das wird nicht das Einzige sein, was wir noch machen werden.
Sag mal, hier oben. Ah, die irgendwas kacke, das kennt kein Mensch. Aha, Tunnel gebaut. Ich bin Tunnelbauer. So, wieder voll. Dann haben wir das wieder hier oben rein. Und dann war es das aber mit der Reihe. So, das genügt uns dann aber jetzt durchaus. Übertreiben wollen wir es ja nicht. Da komm runter. Zack, rein. Und nach Hause. Und schon hätten wir das auch erledigt. Nee, direkt gefarmt. Wenn das immer nur so schnell gehen würde, ne? Ui. Mach jetzt den Eingang kaputt, du. Dummer, dummer Junge. So, können wir eigentlich gleich runtergehen, denn nicht direkt brauchen wir hier unten. Und hoffen, dass das funktioniert, so wie wir das wollen. Ja, also er verarbeitet es relativ schnell, muss man dazu sagen, ne? Wobei, er verarbeitet es nur schnell, wenn wir hier wirklich... Oh, was will ja alles raus? Wir kriegen Eisen aus Niederreck. Leute, das ist ja cool irgendwie. Na egal, jetzt schauen wir mal. Ob wir da schon was bauen können? Ja. Können wir schon 16 Stück gehen schon mal? Und der Rest wird dann noch gearbeitet. Jetzt können wir hier schon mal die ersten platzieren. So. Mal gucken, ob wir dann vielleicht dann schon eine zweite Partie zusammenkriegen. Ja, kriegen wir auch schon zusammen. Also das mit Niederreck. Eigentlich arg, wie viel man da rauskriegt aus Niederreck. Sollen wir beim letzten machen? Ah, okay. Der macht das genau in die verkehrte Richtung. Ja, wobei, der ist 5x5. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich genau so sein, dass er hier... Das heißt, der ist 1, 2, 3, 4... 5, 1 Platz, okay. Dann stellen wir den hier auf. Und zwar hier. Und so. Genau, dann ist hier 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Dann machen wir es halt umgekehrt. Wobei, dann hätten wir da hinten so viel Platz, aber ist auch egal. Oh, nein, so viel wollte ich gar nicht. Na doch, die werden wir eh brauchen. Eigentlich wollte ich nicht so viel haben, aber wir werden sie dann sowieso brauchen, auch noch beim anderen Kasten, den wir bauen müssen. So, dann hier, hier. Das ist einfach so. Zack, zack, zack. Okay, das ist... So, muss man halt ein bisschen blöd, wenn man nicht so gut sieht, wo man schon hat und wo nicht, aber man kann damit leben. So. Man muss nur aufpassen, dass wirklich in den Ecken, hier habe ich jetzt vergessen, glaube ich. Ja. Dass man die hat. Sonst ist es blöd. So, ich glaube, die obere Ecke habe ich. Und dann hier, hier. Und zack. Und es passiert nichts. Weil ich wahrscheinlich irgendwo nicht habe. Genau die Ecke da unten fehlt. Hab's mir gedacht. Und ich habe extra noch gesagt, man muss aufpassen auf die Ecke, ne? Ihr habt zugehört. Oh, und ja. Ah, er braucht der F. Kann das sein, dass der sich erst verwandelt, wenn er F hat? Könnte sein, ne? Man weiß es nicht. So, dann den hier. Ja, genau. Hier haben wir Energieleitung, die können wir dann gleich hier hinlegen und fertig ist die Marie. So, mal die Energieleitungen, ich glaube, die sind hier drin. Genau. Genau hier drin waren sie. So. Okay, hat noch immer 0 AF, weil... Irgendwo trotzdem noch etwas nicht passt. Die Frage ist nur, wo passt es nicht? Hm.
So, hier innen passt. Hier oben hat es nicht gepasst, oder? Oder habe ich den jetzt? Komisch, so. Machen wir mal so. Also hier passt es überall. Und gucken, ob unten auch überall passt. Mal gucken. Bauen wir das einfach hier herum, dann wissen wir es. So, eigentlich passt es überall. Ah! Jetzt geht's, okay. Ah, okay, ja, stimmt, da war was. Der darf, ich glaube, nicht an den Seiten connecten. Genau, das war irgendwie so. Irgendwas war da, der muss freistehend sein. Zumindest soll er, so wie er aufgebaut wird, damit er das als eigenständig erkennen. So, was der jetzt macht, muss ich ehrlich sagen, kein Plan. Achso, ja, aber das irgendwie passt mir das nicht. In halb. Also jetzt haben wir 74 und der spaltet da auf in 2x37. Also genau die Hälfte. Okay, das heißt, wenn wir 1 brauchen, brauchen wir 2. Das heißt, wenn wir hier 2 nehmen würden, wenn wir sie irgendwo haben würden, haben wir keine 2. Achso, nee, wir brauchen ja. Bauen 2, also brauchen wir eine 4. Wenn wir das nehmen und da reinwerfen, kriegen wir 2x Helium raus. Und dann haben wir Helium. Versteht ihr? Also, wir haben eine 4 und können die durch diesen hier in die Hälfte nehmen. Natürlich kann man 1 zum Beispiel nicht halbieren, glaube ich nicht. Was macht er? Warte mal, genau das wollte ich wissen. Bei 13, wie halbiert er die dann? Bei 13 macht er eben 1 weniger. Genau das wollte ich früher sagen. Bei den ungeraden Zahlen macht er 1 weniger. Nicht mehr, sondern weniger. Wenn wir zum Beispiel jetzt nehmen wir an 43, was wird er daraus machen? Ich glaube 21. Genau, 21 macht er daraus. 21, was wird er daraus machen? 10. 10, genau. Also wir verlieren 1. Das wollte ich damit sagen. So. Genau, dann haben wir den. Aber warum geht der andere nicht? So, das ist der, ja. Und der andere ist der. Den mag ich irgendwie nicht. Der ist mir aber viel wichtiger, Leute. Muss ich das weiterköpfen? Nein. 13 mal 13 mal 5. Oder brauche ich da ein eigenes Teil, um die Fischen-Link-Bums da aufzubauen? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt es mir ja mal. Polytool. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie das war. Aber ich glaube nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass da was war. Weil man die Maschine ja schon mal gut, dass wir die haben, aber es wäre dagegen gesetzt, wäre auch nicht schlecht, wenn wir den zusammen bekommen würden. So, nee, direkt wieder rein. Davon sollten wir ja jetzt genügend haben. Hatte mal ein bisschen mit Chemie arbeiten und da kriegt man, wenn man so schaut, schon relativ viel raus. Hier muss man, oh ja, aufpassen. Die Sachen, es gibt so hyperradioaktive Sachen, die müsste man eigentlich, ich glaube mit Schutzanzug, haben wir da einen Schutzanzug überhaupt? Ich glaube, es gab einen Schutzanzug, oder? Nee. Jetzt mal in die da mache. Passiert nichts, okay. Dann zerlegen wir mal die hier. Ja, wobei, es gibt ja so eine Kiste hier, die. Oh Gott. Wobei, die sollte man. Die kriegen wir nicht zusammen. Wir zerlegen einfach die hier in Einzelteile. Auch wenn es jetzt blöd ist, aber so sparen wir uns auf alle Fälle Platz.
Und wir haben nichts Radioaktives. Also wir können natürlich auch radioaktiv sein, die Sachen. Und sie geben auch Effekte, zum Beispiel hier Food Effekt 1. Das haben wir eh schon letztens. Better Charge to collect Tools from Mob Drops. Wenn ich das trinke, oder wie? Schau nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht. Empty. Achso, ja, weil ich die ja getrunken habe wahrscheinlich. Okay. Eisen haben wir für Fishing Balls. Dann das rein, das rein, das rein. Blei war ja auch noch irgendwo, oder? Weiß ich nicht. Na egal, Leute. Da würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.